Hallo und herzlich willkommen zu Dirt Rally 2.0. Heute fahren wir ein sehr langsames Auto, aber wie gesagt, das sind ja die Herausforderungen, die sind ja vorgegeben. Wir fahren in Polen, also auch hauptsächlich Asphalt, ein bisschen Schotter. Reifen, ja, ich tue mal harte drauf, weil es sehe ich gerade, die Oberflächenabnutzung ist sehr hoch. Okay, let's go. Wir gucken mal. Also wie gesagt, es wird keine schnelle Etappe mit dem Auto. Das ist eher ein Cruisen, ein Sonntagsfahrerauto. Aber zur damaligen Zeit war der Lancia super. Okay. Jetzt war voll die Drehzahlen verloren. Verschaltet. Oh, der geht aber doch ab. Gar nicht so in Erinnerung. Klarkommen mit der Karre. Ist nicht so einfach, wie ich dachte. Oh Gott, bitte nicht. Five left tightens narrow. And six left of a jump. Into five right long, tightens three, don't cut tarmac. Caution 30 to chicane left entry. Ja, das war ja so klar. Aber egal. Passt schon. An sich fährt die Karre ja nicht schlecht, aber die rutscht ziemlich leicht aus den Kurven raus und lässt sich dann auch schwer fangen wieder. Und leider auch nur, glaube ich, vier Gänge. Ja. Ich hätte gerne
Süß-Sauer-Dip und Curry. Machen wir mal Licht an. So zum Schluss. Aber ich wäre auch mit Licht nicht besser gefahren. Boah, das meine ich. Du lenkst und es passiert einfach nichts. Oh oh. Haus weg da. Ja, very slippy. Naja. Ich würde mal sagen, ging so, ne? Ja, wie immer hänge ich noch eine Etappe dran. Also, bis gleich. So, willkommen zurück in Neuseeland. Anderes Auto. Diesmal eine, ich glaube, Ford Escort ist das. Bin mir gar nicht so sicher. Und wir starten direkt durch. Sollte so alles so passen. Eigentlich sind die Standardeinstellungen immer ganz gut. Natürlich kann man da noch einiges rausholen. Aber das interessiert uns erstmal nicht. Ich kann auch gerne mal die Perspektiven wechseln, aber ich sag gleich, ich kann eigentlich nur mit Motorhaubensicht und mit der fahren. Der geht ab. Im Gegensatz zu der anderen Karre gerade. Der Lancia. Ihr könnt euch auch gerne Strecken wünschen oder Autos. Ich kann auch mal den Rallycross-Modus machen, also wo man gegen andere Fahrer fährt. Dann gibt es ja noch die Colin McRae-Kampagne. McRae. Sorry. Zumindest kann man dort historische Rennen von ihm fahren, wo er diverse Handicaps hat, kann man dann nachspielen. Ist aber nicht ganz so einfach, wenn du direkt mit einem kaputten Auto startest und so eine Mega-Etappe hast. Und wie immer, sorry, dass ich nicht so viel rede, aber das ist alles sehr belastend. Beides zusammen, das ist schwierig. Ich muss ja auch noch den Co-Piloten zuhören. Aber ich gebe mein Bestes. Manchmal klappt das auch einfach so, ohne zuzuhören. Sagte er und baute einen Unfall. So einen halben zumindest. Aber Neuseeland ist halt auch eine schöne Strecke, muss ich sagen. Aber am liebsten fahre ich Monte Carlo, obwohl ich da nicht gerade die Bestzeiten fahre. Aber ich finde die Strecke einfach nur
Schön. Gab es ja auch schon in diversen anderen Dirt-Spielen. Oh, da ist einer abgekackt. Er wartet auf einen ADAC. Gibt es den überhaupt in Neuseeland? Weiß ich gar nicht. Opens of a crest and keep left into five right small cut 30. Die ersten beiden Gänge macht die Karre gar nichts und dann kriegt die so einen Schuh. Bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Oh mein Gott. Flüchtigkeitsfehler. Ah, shit. Und Steine im Weg. Das muss ich eh rückwärts fahren. Aber die Zeiten interessieren uns ja nicht, habe ich ja schon mal gesagt. Ich will einfach nur das Geld absahen, was man dabei verdient, selbst wenn man ganz schlecht fährt. Ja, jetzt gerade musste ich das Auto reparieren, das waren auch schon wieder schlappe 30.000. Und für zwei Herausforderungen oder drei kriegst du dann auch ungefähr so 80 bis 100.000, je nachdem, wie gut man fährt. Oh. Nein, nicht schlimm. Nicht schlimm. Schlimmer wäre es, wenn Reifen abfällt oder so. Ja, die Hälfte haben wir gleich. Aber der Führende, wie man links sieht, der ist weit, weit weg. Das ist auch jetzt eine KI-Herausforderung und keine gegen echte Spieler, aber die Zeiten haben es trotzdem in sich. Man sieht ja 56 Sekunden Rückstand schon. Oh, ja, nein, 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 nein. Ach, Glück gehabt. Handbremse. Gas und verkackt. Hat auch nur 5 Gänge. Ja, okay, da muss ich mich zurücksetzen lassen, das dauert alles sonst zu lange. Ja, ganz ohne Fehler geht's ja nie bei mir. Dafür müsste ich dann komplett voiceless aufnehmen. Und vor allen Dingen noch ein bisschen mehr üben. Ich habe zwar mit der PlayStation 4 und der Steam-Variante insgesamt schon, glaube ich, 200 Stunden auf dem Konto, aber ich spiele das ja auch nicht regelmäßig. Ich hatte ja, wie schon erwähnt, hatte ich 3 Monate, 4 Monate Pause. Aber dafür geht's. Ich habe allerdings auch nicht so hohe Ansprüche.
Ja, und wenn man Fehler macht, neu starten, ist ja nicht im Herausforderungsmodus. Das muss man durchziehen. Man hat nur einen Versuch. Das war fast gut. Aber auch nur fast. Ich kann natürlich auch mal den Online-Modus machen. In Rallycross ist das sogar ganz witzig eigentlich. Weil der Etappenmodus, das ist jetzt einfach nur gegen andere Zeiten fahren. Man sieht dann einen Ghost. Ich glaube, das ist aber trotzdem Echtzeit. Ah, shit. Aber Dirt ist ja auch nicht bekannt für seinen Online-Modus. Irgendwas klappert hinten. Also die Sound Engine ist auch sehr gut. Man hört auf jeden Fall, wo irgendwas nicht in Ordnung ist am Auto. Ich weiß jetzt nicht, ob man das im Video hört, aber wenn man zockt mit Kopfhörern, dann hört man das auf jeden Fall. Wenn zum Beispiel eine Federung irgendwie im Arsch ist. Oder ein Karosserieteil im Wind klappert. Was auch gut ist, es hat 3D-Fahrbahnbelege. Also wenn vor dir schon ein paar hier lang geheizt sind, hast du halt auch Fahrrillen. Das kann gut, kann aber auch schlecht sein. Gerade bei Regenrennen, Etappen, hast du dann wirklich tiefe Schlammriefen. Boah, scheiße. Ich glaube, jetzt habe ich mir die ganze Seite aufgerissen. Wahrscheinlich ist jetzt die Radgeometrie auch nicht mehr so die beste. Aber ich habe es ja jetzt gleich geschafft. Achtung, Baum, weg da. Wer kennt sie nicht, die neuseeländische Baumwanderung, die jeden Juli stattfindet. Nein, Quatsch. Ach, letzte Kurve wieder. Ich meine, das macht den Braten jetzt auch nicht fett, aber da mache ich immer Rotz. So, das war's, glaube ich, auch fast. Ich sollte nicht immer Vollbremsung machen. Aber im Eifer des Gefechts vergisst man das schon mal. Okay. Ja, war ja auch nicht so gut. Aber es passt ja zu der anderen Etappe von vorhin. Well done. I hope the tires are okay. Ja, well done. Ich glaube nicht, dass da irgendwas noch okay ist. Aber hat auf jeden Fall wieder Laune gemacht. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich kann auch gerne deutsche Co-Pilotin mal dran machen. Ich habe mich informiert, das ist sogar wirklich eine echte Co-Pilotin. Ja, ich finde den originalen englischen Sprecher halt am besten. Es gibt da halt auch noch französische, glaube ich. Und naja, es sind halt alles echte Co-Piloten. Aber ich denke mal, ich werde es einfach für die nächste Folge mal einstellen. Dann könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Euer Shark. Ciao, ciao.